Ganz herzlich willkommen zu meinem Kerbal Space Program basierten Überblick über die ESA EOLUS Mission, die am 21. August 2018, 23.20 Uhr deutscher Zeit von Kourou aus starten wird. Die EOLUS Mission wird auf einer Vega-Rakete, einem leichten Trägersystem für Lasten bis zu 1,5 Tonnen gestartet, welches ihr hier im Hintergrund starten sehen könnt. Die erste Stage, genannt P80, brennt gerade und trägt ihren Namen, weil sie ursprünglich in ihrer Entwicklungsphase einmal für 80 Tonnen Treibstoffmasse ausgelegt war, wird aber mittlerweile mit 88 Tonnen betrieben. Das Vega-System hat als Referenzmission Lasten bis ca. 1,5 Tonnen, die in eine polare Umlaufbahn bis 700 Kilometer Höhe getragen werden. Für die EOLUS-Mission wird ein Orbit mit 320 Kilometer Höhe angestrebt und einer Inklination von 96,7 Grad, was ein leicht retrograd Orbit ist, also gegen die Drehrichtung der Erde, und wird in Richtung Norden gestartet, der ganze Spaß. So, wenn die erste Stage durch ist, wird natürlich dann die zweite Stage übernehmen. Das Ganze passiert so ungefähr auf 53 Kilometer Höhe nach den Flugprofilen, die ich gefunden habe, bei einer Geschwindigkeit von 1700 Meter Sekunde. Ihr seht hier die Surface-Geschwindigkeit, da fehlt natürlich noch der Orbital Speed, deshalb weicht es leicht ab in KSP. Haut aber soweit ganz gut hin. Die Second Stage heißt Zephiro 23 mit 24 Tonnen Treibstoff. Auch hier gehe ich davon aus, dass es ursprünglich mal geplante 23 Tonnen in der Entwicklungsphase waren, aber sich das später im Design verschoben hat. Die Stage wird auf etwas über 50 Kilometer Höhe gezündet und beschleunigt die Rakete jetzt auf ca. 3800 Meter pro Sekunde und wurde in Italien in einer Zusammenarbeit der Firma Avio und der Italian Space Agency, der ISA, entwickelt. Das ganze Teil trägt die Rakete auf ca. 127 Kilometer Höhe, wo dann die dritte Stufe, die sogenannte Zephiro 9, übernehmen wird. Ratet mal, mit wie viel Treibstoff? Genau, mit 10,5 Tonnen. Auch hier gehe ich davon aus, dass es ursprünglich mal 9 in der Entwicklungsphase waren, mittlerweile aber einfach etwas mehr Treibstoff verwendet wird. Kurz nach der Zündung der dritten Stufe ist eigentlich die Fairing Separation, so etwa 5 Sekunden danach. Ich habe es hier während der Abtrennung der dritten Stufe gemacht, aus KSP-Gründen, weil das Fairing sonst leider etwas hässlich an der dritten Stufe hängen bleibt. Die dritte Stufe immer noch ein Feststoffbooster. Das ist ein ganz spannendes Ding bei dieser Rakete. Die ersten drei Stufen sind alle Feststoffbooster. Trägt die Rakete dann auf Orbitgeschwindigkeit oder sehr, sehr, sehr kurz davor, also so relativ nah an die 27.000 km/h ran oder 7.700 Meter pro Sekunde über den Daumen gepeilt. Und dann wird die vierte Stage abgekoppelt, die den Satelliten mit einem relativ kleinen russischen Triebwerk, einem RD-843, mit 2,4 kN Thrust in den Orbit trägt. Erstmal auf eine Apoapsis von 320 Kilometern, dann kommt eine circa halbstündige Coasting-Phase und dann wird der Orbit auf 320 Kilometer zirkularisiert. Ja, ursprünglich hat sich Deutschland an der Entwicklung dieser Rakete nicht beteiligt, allerdings nach dem ersten erfolgreichen Start 2012 haben wir gesagt, wir werden ein neues Triebwerk für die Upper Stage entwickeln. Okay, kommen wir zu EOLUS. EOLUS selber ist ein Satellit, der eingesetzt wird, um das erste Mal mit Hilfe eines Laser-Doppler-Instruments mit dem Namen Aladdin aus dem Weltraum mit Lasern Windgeschwindigkeiten zu messen, und zwar in den unteren 30 Kilometern der Atmosphäre, um so der Klimaforschung und auch der Wettervorhersage neue und bessere Daten zu liefern, die hoffentlich dafür sorgen, oder das ist die Idee dahinter, zu beweisen, dass damit Wetterberichte und solche Klimaberechnungen deutlich präziser gemacht werden. Der EOLUS-Satellit an sich wiegt 1360 Kilogramm, bringt 266 Kilogramm Treibstoff mit, womit er dann eine Missionslebensdauer von ungefähr 3 Jahren hat und wird eben mit diesen ultravioletten Lasern aus dem Aladdin-System, das ihr hier sehen könnt,
die Atmosphäre beschießen und anhand von Aufnahme der Reflexionsgeschwindigkeit mit Hilfe des Doppler-Effekts berechnen, was für Windgeschwindigkeiten in verschiedenen atmosphärischen Höhen sind. Ich werde am 21. August in Darmstadt im ESA Operations Center sein und den Start dort zusammen mit der Social Space Gruppe mitverfolgen können. Wenn ihr noch mehr über EOLOS wissen wollt, dann schaut doch gerne rein, folgt auf Twitter dem EOLOS-Hashtag oder guckt mal auf die ESA-Webseite zur Mission, die ich in der Beschreibung verlinkt habe. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.